Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. Es ist Samstag. Was haben wir heute? Freitag. Warte, nein, nein, Freitag haben wir, genau. Freitagmorgen und ja, jetzt zeige ich euch hier kurz unser Camperleben. Wir sind hier, ja, schöne Kommune geworden, kennen uns so langsam, es ist auch lustig. Und jetzt ab 10 Uhr kommen die Leute auch wieder rein. Jetzt ist aber bereits schon über 11 Uhr und jetzt zeige ich euch ein paar Eindrücke vom Camp. Helle und Ursi, die machen da von all ihren Fans immer wieder Fotos. Da muss ich immer herhalten, um Fotos zu machen. Hier ist es ein bisschen ruhiger. Ja, die meisten sind jetzt auf der Messe. Die Hunde sind meistens da. Und ah ja, zu denen muss ich auch noch. Ja. Also es läuft eigentlich recht gut. Hallo. Ja, das Ich ist trinke der. ganz selten Kaffee. Ja, das ist der Instagram-Star hier unter uns, hä? Und jetzt weiß ich Anja, die Anja. Super, Das ist super. die Anja Ja, und genau, mit ihrem Bus, ich hä? bin die, die keiner kennt, weil ich nicht auf YouTube bin. Ja, sie ist halt keine YouTuberin, sie ist halt eine andere Generation offenbar. Und ja. Was heißt das jetzt? Ja, Ah halt. ja. Ja, die Alten sind jetzt, glaube ich, auf YouTube, die Jungen sind auf Ach so. Instagram, Ah oder? ja, Ist das so? genau. Ja. Ja, Die ja. Jungen sind auf Instagram. Ja, du bist ja jung, oder? Das machen wir jetzt falsch, wir sind jünger als Hier ist der Eingang und ab 10 Uhr ist da eine Riesenschlange bis nach hinten. Jetzt ist es langsam besser. Halt das ganze Prozedere mit den Vorschriften. Ja, da oben geht es zur Messe. Wir gehen auch noch einmal in die Messe rein, Schnelldurchgang, weil allzu lange bin ich nie da. Ich bin lieber draußen, ihr kennt mich ja. So, jetzt gehen wir mal zu seinem Stand da. Der verkauft ein bisschen Zeug. Hä? Ein Buch, Ja, Markus Wolf, hä? Offenbar. unfassbar. Ja, meine Mama ist ganz stolz auf mich. Camper-Van und Wohnmobil, super. Hä? Ja. Ich werde es nicht lesen, das weiß ich jetzt schon. Das ist auch gut so. Nein, das verstehe ich Aber total. wenn du ein Tassenhalter hast, dann kaufe ich dir einen. Aber Was brauchst ein du? Tassenhalter? Tassenhalter habe ich nicht. Ich kann dir nur eine Tasse geben, also halt so einen Becher, aber eine Tassenhalter Okay. habe ich nicht. Ja, schade. Aber Ja. kriegst du oben, oder? Nein, eben nicht. Die Ehrlich? haben das auch Was ist nicht, denn los? leider. Hey, dann kommt alle her und verkauft dem René Ja, ich muss einen Tassenhalter haben. Tassenhalter. Also wenn ihr kommt, bringt mir einen Genau, Tassenhalter. bring dem armen Kerl einen Tassenhalter mit. Ja, jetzt ist es schon 1 Uhr. Ich wollte eigentlich schon lange rein, aber ich komme nicht dazu, weil da kommen immer Leute und die fragen. Und ja, wie ich halt bin, ich gebe immer gerne Auskunft. Ich habe jetzt auch alles ein bisschen offen gemacht, damit man sieht. Ja, 1000 Fragen und immer viel Betrieb. Und zwar so, ihr seht jetzt da, immer ein paar Leute da. Da ist die Paparazzi wieder unterwegs. So, jetzt gehe ich endlich rein. Jetzt habe ich kurz mal keine Leute gehabt. Also hier ist draußen. Da laufe ich jetzt nicht entlang. 1000 Camper. Ich gehe jetzt da rein im Hintereingang. Da muss ich die Maske noch vornehmen. So, das ist meine Maske. Und da gehe ich jetzt rein. Jetzt bin ich schon drin. Das ist gerade ein Vortrag. Die da unten keiner kennt. Die Weil ich ja von Katja. YouTuber zu YouTuber läuft. Und ja, ich habe jetzt selbst schon gedacht, vielleicht sollte ich dann zum dreijährigen Leben im Van Jubiläum doch mal auch so ein paar Videos machen. Ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen. Also auf Instagram bin ich total aktiv, aber YouTube ist so ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Aber es ist auf jeden Fall spannend.
unten bei den ganzen anscheinend bekannten Gesichtern. Ich kannte die halt nicht, weil ich überhaupt nicht auf YouTube unterwegs bin. Geht mir genauso. Ja, das siehst du mal, ja. Wenn ihr selber sowas vor. So, jetzt gehe ich da mal weiter durch die Messe. Hier ist vielleicht interessanter, ein Anhänger, der ist mal geil, Offroad-Anhänger, sieht man selten. Ja, das Licht ist scheiße. So, sieht man es ein bisschen besser. Das ist mal ja, eher mein Metier, Offroad, tipptopp, gute Idee, mit Zelt. Nochmal einen. So, hier. Ja, wieso nicht? Wenn man einen Jeep hat, dann kann man da drin schlafen und mit dem alleine dann in die Wüste fahren. Man muss einfach wieder an denselben Punkt zurück, um seinen Anhänger zu holen. Das ist auch mal eine Idee. Sieht aus wie ein Lazarettbett. Sicher. Schnell aufgebaut. Zeltklappanhänger, Camping halt, hä? Die verkaufen, weiß ich nicht. Boxensysteme, okay. Das passt, glaube ich, nicht ganz ins Camping, weil da muss man fliegen, vermutlich. So, und weil es so schön ist, einen alten Bulli. Ja, und hier ist die Kantine offenbar, wusste ich auch nicht, da könnte ich dann mal was kaufen. Sehr gut. Dann halt alle die Zelttypen. Ja, das ist dann halt mehr Camping, nicht ganz meine Welt, wisst ihr ja. Aber ich hatte auch mal vier Kinder und damals ging es auch immer auf die Campingplätze. Ja, die E-Bikes, die haben auch heute eingeschlagen. Heute hat fast jeder ein E-Bike. Als ich noch angefangen habe, war das noch selten. Das war, glaube ich, vor 10 Jahren oder so. Ja, das ist nichts zum Campen. Sagt mir eigentlich gar nichts, mit sowas kann ich gar nichts anfangen. Ja, weil manche brauchen das, ich brauche es nicht. Muss aber jeder selber wissen. Da ist noch ein holländischer Händler mit Campingzubehör, aber Becherhalter hat der einfach nicht. Genau das, was ich brauche, hat der wieder mal nicht. Hier noch ein Bulli, aber ich glaube, der ist nur nachgebaut. Ja, der ist kleiner. Eine Bulli-Attrappe. So, jetzt gehen wir mal nächste Halle. Ihr seht, ich gehe da nur im Schnelldurchgang. Es ist nicht so, ja, für mich interessant. Darüber gibt es genügend Video, die das Filmen, Anhänger oder die Camper, die Teilintegrierten. Ja, da filme ich jetzt nicht groß. Jetzt geht es da weiter zur nächsten Halle. Da sind, glaube ich, auch alles Camper drin. Ich glaube, die kosten auch ein Heidengeld. Das ist Wahnsinn. Aber ja, hatte ich früher übrigens auch solche. Also nicht die, die Vorgänger, T4, T5. Dann was für die Luxusklasse mit Auto hinten drin. Ich habe das Fahrrad hinten drin, das reicht mir. Aber eben, es geht da nur ein kleines rein. Fiat 500 ist das. Ja, wenn, dann würde ich auch so eine drin haben. Statt ein Smart.
Also hier Morello-Ecke, da war ich ja mal im Werk. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen gefilmt, weiß nicht gar nicht mehr. Ja, eigentlich, ja, vielleicht, ihr kennt es ja, oder? Gucken da mal rein. Da wisst ihr, was das Schönste ist? Hier, das hier. Das ist meine Welt. Ja. Gucken wir mal rein in die Technik. Das sieht anständig aus, muss ich sagen. Tipptopp. So, ihr wisst, das ist definitiv nicht mein Modell. Das passt nicht zu mir, ihr wisst das. Aber auch mal zu sehen. Aber eben, das ist nichts für mich. Aber jeder wie er will. Ja, alles im Schnelldurchgang, die Pösel. Hä? Wie gesagt, es gibt genügend Leute, die das detaillierter filmen. Ich mache das nur im Schnelldurchgang, um einfach einen Eindruck von der Messe zu kriegen. Und da müsst ihr dann auf die anderen YouTube-Kanäle, wenn ihr das genauer wissen wollt. Der da ist noch speziell, spezielle Farbe. So, noch eine Kantine. Oh, dahinter geht es noch mehr weiter. Die sind ganz speziell. Ne? Das sehen aus wie konservative Anhänger, Bauwagenanhänger. Aber neu eingerichtet. Und hier kriegt er sie vermutlich. Also, wir gehen jetzt in die nächste Halle. Ich hoffe, das ist die letzte. Ihr merkt, ich bin nicht so gerne hier drin. Ich bin halt ein Naturmensch. Aber jeder wie er mag, sage ich, das macht nichts. Das ist ja das Schöne, wir sind verschieden, diese Verschiedenartigkeit, auch der Menschheit. Ich will da nichts bewerten, dass etwas besser ist wie das andere. Meins ist so, wie es ist. Und die anderen, wenn die das mögen, dann ist das auch gut. Das ist ja, ja, das verteilt das dann auch ein bisschen besser. Also, ja. Also, wenn dann Anhänger, Fahrradanhänger mit der Wohnung hinten dran. Und es kommt, glaube ich, langsam auch auf, ganz einfach. Diese Fahrzeuge eignen sich perfekt für die Wüste, für die Dünen, wenn die noch elektrisch angetrieben sind. Ja, alle Hersteller der Camper. Oh, schon wieder eine Halle. Nächste. Da gucken wir auch noch schnell rein. Ich glaube, das ist die letzte. Ja, das kennt ihr alles. Ich gehe da nur im Schnelldurchgang durch. So, jetzt laufe ich den Gang runter auf die andere Seite und dann geht es wieder zurück. Der Traum vom Netz ist ja gerade weg, der Traum. So, jetzt bin ich oben angekommen und hier geht es wieder zurück. Das ist dann schon eher mein Metier, halt Offroad. Hier noch schnell von vorne. Jawohl, oh, das ist ein Holzmobil. Das ist interessant. Da gucken wir schnell. Komplett aus Holz gebaut. Da gehen wir schnell rein, würde ich sagen. Mal gucken. Jetzt muss ich Breitbild umstellen. So. Machst du Fotos? Ja. Das Holzmobil. Hallo. Ja, es ist ein völlig anderes Konzept. Und ja, wieso nicht? Tipptopp. So, hier noch das Cockpit. Aber ich habe an der Uni Bogeninformatik studiert, aber die Ingenieurinfo manchmal. Ich glaube Induktion, hä? Super. Nee, das ist echt toll. Das hier. Ja, also gefällt mir eher wie das andere Standard, muss ich ehrlich sagen. Die Lampe, Designerlampe, super. So, der ganze Bau, Aufbau ist aus Holz. Was hat er gesagt? Außen Ukulele.
oder ist das ein Instrument? Ich weiß es nicht mehr. Aber in diese Richtung und innen Pappel. Und dann wird das außen geölt, muss man aber jedes Jahr machen, oder dann wird es halt beschichtet und dann hält es halt länger. Mehr wie 5 Jahre haben sie jetzt Erfahrung. Ja, aber ist mal was anderes, weder die normalen GFK-Wohnmobile. Ja, man merkt, das sind Schreiner, sogar die Tastatur aus Holz, Maus aus Holz. Sehr schön. So, wir gehen weiter, wieder zurück auf der anderen Seite. Oh, der ist aber lang. He? Ja, es gab mal eine Zeit, da hätte ich sowas auch gefahren. Aber ja, man verändert sich, ich habe mich verändert. Alle verändern sich und man fängt immer mit irgendwas an. Mit Zelt und dem Bulli und dann Camper, teilintegriert, vollintegriert. Ich habe ja alles mal durchgemacht. Unterdessen bin ich jetzt bei Expedition Mobilen gelandet. Und ich weiß ja nicht, vielleicht werde ich irgendwann mal noch einen Jeep haben oder keine Ahnung. Aber eben, momentan bin ich zufrieden und jetzt wird sich so schnell bei mir nichts verändern. So, wieder die Offroad-Camper sind auch da, ist auch gut so. Hier, das ist dann auch 4x4. Sicher mehr geeignet für mich. Den Hippie Camper müssen wir auch noch drauf nehmen. Sehr speziell. Ja, ich tendiere eher zu etwas auffälligerem. Auch der hier, das Design gefällt mir. Windschlüpfrig. Ja, ich bin ja eher der Exoten fährt. Und ja, wenn ich jung wäre, hätte ich so einen. Mit Familie. So, jetzt bin ich da draußen oder halb draußen in der Halle, im Foyer, sagt man, glaub. Und jetzt geht es wieder zurück in die erste Halle, von wo ich gekommen bin. So, da sind wir bald wieder zurück beim Vortrag von Katja, die ist immer noch am Reden. Sizilien. Da könnt ihr selber dann anschauen auf YouTube, also nicht bei mir. So, wir haben es gesehen, ich gehe jetzt wieder raus. Ich habe gern Sauerstoff zum Atmen. Und ja, das war ein kleiner Einblick da in die Caravan Live-Messe. Das ging jetzt eine halbe Stunde, he? Zeit geht um. Aber mir reicht es jetzt, ich habe alles gesehen. Und jetzt gehe ich wieder zurück zum Camp. Das ist das Camp jetzt. Nochmal, jetzt ist es aber voll mit unseren Fahrzeugen. Besucher sind jetzt gerade mäßig. Ist auch gut, hat man ein bisschen mehr Ruhe. Schön. Ach übrigens, ich konnte meine Mikrowelle organisieren. Die kommt heute Abend bereits hierher. Ich muss noch die Position denen schicken. Und da bin ich echt dankbar. Ich habe einfach ein zweites Gerät gekauft. Scheiß drauf. Ich muss das Ding haben. Das andere wird dann in die Reparatur gebracht. Und dann irgendwann ja, kann ich es dann wieder abholen. Das wird vermutlich ein Weilchen dauern, aber ist mir egal. Hauptsache, ich habe wieder meine Mikrowelle bzw. meinen Backofen, weil sonst kann ich ja mein Brot nicht backen. So, jetzt bin ich wieder im Camp drin. Da haben wir das Sylt, praktisch die Fibel, da steht alles drin, wie man es benutzt. Alles erklärt, wenn Fragen sind. Okay. Ja, das ist also ein biologisches, organisches Wohnmobilreinigungsset. Organisch. Da, Fuchs. Da haben wir jetzt einmal das Brilletüchle, das kann Strocken nutzen zum Brille polieren. Das ist das große Reinigungstuch, das haben wir auch hier hängen. Dann ist ein Poliertuch drin, das ist ein einseitiges zum Trockenpolieren. Okay. Das ist ein kleines Spültuch drin, da brauchst du kein Spülmittel mehr, da kannst du einfach so abspülen ohne Spülmittel. Auch okay. Brauchst du kein Abtrockentuch mehr dazu. Zwei Waschhandschuhe sind okay. Drin. Und die kann man auch waschen in der Waschmaschine? Müssen nicht. Muss man die nicht. Nicht. Nur mit Wasser. Sich selber zurück. Okay. Komplett.
Und mit dem Körperwaschhandschuh kannst du mit 2 Liter Wasser im Wohnmobil komplett waschen. Zum Schluss nimmst du ein bisschen Frischwasser, wäschst ihn aus, hängst ihn zum Trocknen auf, der riecht nach Jahren noch nach nichts. Okay. Du brauchst auch kein Duschgel oder so, das brauchst du definitiv nicht. Ja. Höchstens für das Haar, ein Shampoo, ja. Das nehme ich noch. So. Genau auf meine Linie, weil ich nehme kein Duschgel, schon lange genau, nicht mehr. Genau, brauchst du das auch nicht. Nur so, Kernseife. Die Fibel mache ich da noch rein und da ja. Hast du noch ein paar Klemmerle bitte nicht an den Produktlabeln aufhängen, sondern immer mit den Klemmerle, sonst gehen die Produktlabel mit der Zeit weg. Okay. Hey, herzlichen Dank. Gerne. Super. Dann, und das Ganze ist aus Naturfaser, oder? Das ist das Gegenteil von der Mikrofaser. Also eine Mikrofaser reinigt mechanisch, ist aus Kunststoff und das ist ein Grundrohstoff, ist Bambus, der wird mikrofibrilliert. Das heißt, da werden die feinsten Fasern von Holz werden da rausgeholt. Das sind sogenannte Mikrofibrillen. Das sind okay. Jetzt auf dem Tuch 50 Kilometer Mikrofibrillen. Ja, sehr und die gut. Haben eben die Eigenschaft, das Wasser zu verändern und wirken wie ein Schmutztaxi. Ich nehme praktisch das Wasser, hole den Dreck ab, geben im Eimer ab und ja. Den Dreck, den er einmal im Eimer abgegeben hat, den nimmt er nimmer zurück, den ah, nimmt er nie okay. Wieder an. Das passt eigentlich zu meinem Wohnmobil, weil bei mir das ganze Holz hat Furnier mit Bambusfurnier. Ja. Ja, und dann kannst du leicht feucht, leicht feucht machen. Aber ja. Ich kann es dir mal drüber schnell beim Ding zeigen. Also Schuhcreme. Ja genau, also man muss jetzt keine Schuhcreme aufs Wohnmobil schmieren. Ja, logisch. So, logisch. Tuch ins Wasser, in dem Moment ist das Wasser reinigungsaktiv und jetzt ist der richtig schwer, weil der hat 500% Wasserspeicher. Da hole ich das ganz einfach runter. So, jetzt habe ich die Schuhcreme im Tuch. Ja. Wenn ich ins Wasser gehe und ein bisschen hin und her wedel, dass das Wasser an den Fibrillen vorbeifließen kann. Dann stoßt es den Dreck wieder weg. Dann stößt er den Dreck wieder ab. Jetzt ist er wieder sauber, jetzt drücke ich ihn aus oder bringe ihn auch leicht. Leicht bringen geht, nicht zu stark bringen, dass das Faser kaputt geht. Das Tuch ist sauber und jetzt gehe ich ohne Druck drüber und hole mir das Wasser wieder runter. Der riecht jetzt auch nicht nach Schuhcreme. Okay, super. Der ist sauber und riecht nicht und nach Schuhcreme. Und das wendet man immer nass an? Ja, also zum Trockenpolieren von Brillen kannst du natürlich auch Drucker verwenden. Mhm. Oder Gläser auspolieren oder einen Spiegel abpolieren oder okay. Hochglanzschränke. Kein Problem. So, das war schnell einen kurzen Werbeeinblick, ein Teil. Ich habe da das Teil gekriegt zum Putzen, jetzt wende ich das auch mal an. So, hier ist voll Betrieb, da kommen wirklich immer Leute vorbei und ich hatte gar keine Zeit zum irgendwie was essen. Jetzt hat mir jemand eine Currywurst gebracht mit Pommes. Hier, ich habe ihn gefragt, er war so nett und hat es mir sogar geschenkt. Sonst wäre ich hier noch verhungert. So, das war ein weiterer Einblick von der Messe. Und ja, wir sehen uns gleich wieder in ein paar Tagen, denke ich. Dann kommt das nächste Video. Morgen habe ich einen Vortrag, den werde ich aufnehmen und euch auch zeigen. Ja, danke, wart ihr bei und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, tschüss.